zu dem eigentlichen Thema standesamtliche Trauung nochmal über. Das ist jetzt ein bisschen trockener. Ich habe es ja schon einmal erwähnt. Um in Deutschland offiziell als Mann und Frau anerkannt zu werden, müsst ihr euch standesamtlich trauen lassen. Und zwar vor den Augen des Standesbeamten. Das heißt, rechtlich gesehen schließt ihr da so eine Art Vertrag ab. Und dadurch wird dann die Ehe begründet. Also wie gesagt, die standesamtliche Trauung ist die rechtlich einzig anerkannte Art zu heiraten in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz. Und danach ändert sich auch so einiges. Ihr werdet steuerrechtlich anders eingestuft, das Unterhaltsrecht ändert sich, das Erbrecht ändert sich, das Zeugnisverweigerungsrecht entsteht. Und ja, wie du siehst, sind das ganz viele Sachen, die das bedeutet eben auch einiges, rechtlich zu heiraten. Die Hochzeit wird dann auch, oder eure Ehe wird dann eben auch ins Eheregister eingetragen und ihr erhaltet dann eine Heiratsurkunde. Die könnt ihr dann bei verschiedenen offiziellen Stellen vorzeigen, zum Beispiel beim Arbeitgeber oder auch eben bei der Namensänderung. Ihr ändert vielleicht eben euren Namen, einer von euch beiden zumindest, und dann könnt ihr diese Heiratsurkunde eben vorzeigen. Zu den Trauzeugen. Also früher war das eben rechtlich verpflichtend, dass man Trauzeugen mit ins Standesamt bringt und die dann eben die Ehe bezeugen eben. Aber das ist heute eben nicht mehr so. Also ihr müsst euch nicht für Trauzeugen entscheiden, sondern könnt das ganz frei gestalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich eure Trauzeugen mitbringen. Dann bringt man eigentlich zwei mit, also jeder einen. Und wenn ihr euch aber für Trauzeugen entscheidet, dann sind die auch wirklich voll eingebunden. Dann müssen die volljährig sein, dann müssen die ihren Personalausweis mitbringen und dann sind die auch wirklich in dieser Zeugenfunktion da vor Ort. Die sitzen dann mit euch vor dem Standesbeamten an dem Tisch im Standesamt und verfolgen das Ganze hautnah mit, sind da direkt neben euch und unterschreiben dann auch die Urkunde. Und das ist also dann eine ganz, ganz große Aufgabe, die auch wichtig ist. Also wie gesagt, das hatte ich ja schon bei dem Thema Brautjungfern und Trauzeugen gesagt, da solltet ihr auf jeden Fall Personen auswählen, die euch ganz nahe sind, und das ist eben auch eine besondere Ehre, Trauzeuge zu sein. Ja, irgendwann müsst ihr euch auch für die standesamtliche Trauung beim Standesamt anmelden, und das darf frühestens 6 Monate vor dem Trauungstermin stattfinden. Warum? Ihr müsst zu diesem Termin ein Dokument mitbringen, das nicht älter als 6 Monate sein darf zum Zeitpunkt der Trauung, und das ist eben der Grund. Trotzdem solltet ihr natürlich nicht zu spät zum Standesamt gehen, euch also nicht zu viel Zeit lassen. Da sage ich aber gleich nochmal was zu der Terminfindung. Und jetzt möchte ich euch erstmal einmal kurz sagen, was brauchen wir überhaupt für Dokumente für die standesamtliche Trauung? Also was müssen wir für Dokumente mitbringen zu dieser Anmeldung? Und zwar, wenn ihr deutsche volljährige Staatsangehörige seid, also das Standardbrautpaar, dann braucht ihr einfach einen gültigen Personalausweis. Ein Reisepass geht natürlich genauso gut. Ihr braucht einen beglaubigten Auszug aus dem Geburtenregister. Den bekommt ihr beim Standesamt des Geburtsortes ausgestellt. Und da wird dann auch eine kleine Gebühr fällig, irgendwie 15 Euro oder so. Und dann braucht ihr auch noch eine aktuelle Aufenthaltsbescheinigung, die euch vom Einwohnermeldeamt des Hauptwohnsitzes ausgestellt wird. Da ist nämlich dann auch der Familienstand nochmal vermerkt. Und das sind eben so die Standarddokumente, die jedes Brautpaar nachweisen muss und mitbringen muss. Natürlich kann das sein, dass ihr eben nicht das Standardbrautpaar seid, dass ihr zum Beispiel schon nicht eheliche Kinder habt, also die ihr aus einer anderen Ehe habt oder die ihr zusammen vorher bekommen habt. Es kann sein, dass einer von euch Ausländer ist oder im Ausland geschieden. Einer ist vielleicht adoptiert oder hatte mehrere Vorehen, verwitwet. Wenn ihr aus Österreich oder aus der Schweiz kommt, dann können da doch nochmal auch andere Dokumente notwendig werden zum Nachweis. Und ich empfehle euch da einfach vor der Anmeldung der Eheschließung einmal dort anzurufen beim Standesamt. Ihr könnt natürlich auch auf der Internetseite mal ein bisschen hin und her scrollen. Die haben da meistens Broschüren, die einen auf alles hinweisen und auf alle Dokumente hinweisen, die man benötigt. Und sonst kann man da auf jeden Fall auch mal anrufen. Die Damen und Herren sind da sehr, sehr nett und helfen einem da gerne aus. Also keine falsche Scheu, einfach mal nachfragen, und dann klappt das Ganze schon. Ja, wie wählt ihr denn jetzt das Standesamt aus? Grundsätzlich seid ihr dann nämlich ganz, ganz frei, zumindest bei der Trauung. Für die Anmeldung der Eheschließung müsst ihr zum Standesamt des Wohnsitzes gehen, aber danach könnt ihr euch eben frei entscheiden, wo lassen wir uns trauen. Und wonach sucht man das jetzt aus? Da gibt es 2 Faktoren, die wichtig werden. Zum einen die Lage.
Denn es kommt ja zum Beispiel darauf an, heiratet ihr danach noch kirchlich, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die Kirche nicht ganz so weit entfernt vom Standesamt liegt, damit man dann eben in ein paar Fahrminuten oder vielleicht sogar zu Fuß darüber gehen und kommen kann und da eben dann nicht so eine große Zeit zu überbrücken ist. Wenn ihr danach nicht kirchlich heiratet, sondern sofort zur Location übergehen möchtet, zur Party übergehen möchtet, zum Feiern, dann sollte die Location eben auch nicht so weit entfernt sein. Das war bei uns eben auch so. Also zum Beispiel bei der kirchlichen Hochzeit haben wir dann auch geguckt, ist die Kirche nicht so weit weg von der Location und wir sind dann hatten nur 5 Fahrminuten, da kann man dann auch schön das Hubkonzert machen und das ist ganz schön. Es ist, denke ich, schade, wenn man dann da eine halbe Stunde im Auto sitzt oder so. Genau, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ein weiterer Faktor, der wichtig wird, ist die Räumlichkeiten und die Gestaltung. Heutzutage bieten viele Standesämter eben aus dem Grund, weil man heute nicht unbedingt kirchlich heiratet, die Möglichkeit an, die Hochzeit auszulagern aus den Räumlichkeiten des Standesamtes. Also es muss jetzt nicht da im Standesamt an sich in so einem Bürogebäude stattfinden, sondern da gibt es heutzutage ganz viele Möglichkeiten. Viele Standesämter bieten zum Beispiel an, dass man in einem Kloster, in einem schönen Fachwerkhaus von einem Museum oder in einem Schloss sogar heiratet und da dann so einen Saal einnimmt für die Trauung. Bei uns zum Beispiel war das so, wir haben ja hier in Münster geheiratet. Und da steht einem ein Kloster zur Verfügung, das so ein bisschen Schloss, burgähnlich ist, also auch ganz niedlich, gar nicht mal so groß. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor, weil das bietet vielleicht nicht jedes Standesamt an oder nicht jedes Standesamt bietet einem da Räumlichkeiten, die einem gefallen. Danach kann man auf jeden Fall vorgehen. Und auch vielleicht die Gestaltungsmöglichkeiten sollte man einmal abgehen. Also man sollte vielleicht auch einmal anrufen und fragen, wie dürfen wir die Trauung gestalten? Dürfen wir Blumenschmuck da irgendwie anbringen? Dürfen wir Blütenblätter streuen? Das ist nämlich nicht überall erlaubt, denn es kann ja sein, dass der Blütenschmuck auf der Erde irgendwie Flecken hinterlässt, wenn da ein Holzboden ist. Und wenn man das sich immer so vorgestellt hat, dann muss man wirklich überlegen, gehen wir vielleicht doch woanders hin, wo das erlaubt ist. Dürfen wir eine Sängerin mitbringen, die da singt oder eine Harfenspielerin? Das alles sollte man einmal abklären, damit man wirklich weiß, ist das das Standesamt, was für uns in Frage kommt, was für uns passt. Und ja, das sind eben die zwei Sachen, die man beachten sollte. Jetzt möchte ich euch auch noch einen Tipp geben. Nach der standesamtlichen Trauung ist es ja noch nicht vorbei, sondern eigentlich stößt man dann erstmal gemeinsam auf das Liebesglück und auf die Hochzeit an. Also mit seinen Gästen, die eben im Standesamt dabei waren. Und das ist oft so, dass die Standesämter nicht zulassen, dass man in den Räumlichkeiten, wo man eben wo die Hochzeit stattgefunden hat, auch anstößt. Also die sagen dann oft, nee, hier kommt dann gleich die nächste Hochzeit oder vielleicht auch wegen der Gestaltung der Räumlichkeiten, wegen des Bodens oder so, das möchten wir hier nicht, dass da irgendwie gefeiert wird. Dann muss das Ganze manchmal sogar nach außen verschoben werden. Bei uns war das jetzt eben wirklich so, uns wurde gesagt, nee, hier im Eingangsbereich oder in dem Saal, ihr könnt hier nicht anstoßen, ihr müsst nach draußen gehen. Und an unserem Tag, am Tag der standesamtlichen Hochzeit, hat es leider ganz stark geregnet. Also schlimmer hätte es nicht regnen können. Und wir hatten keine Unterstellmöglichkeit. Und das Ganze, also unser ganzer Sektempfang und irgendwie auch die Feier wäre so ein bisschen ins Wasser gefallen, hätten wir da jetzt nicht eine Lösung gefunden. Wir haben Gott sei Dank eine Lösung gefunden. Wir hatten direkt gegenüber war eine kleine Eisdiele und da hat der Eisverkäufer netterweise erlaubt, dass wir die Räumlichkeiten kurzzeitig übernehmen und da gemeinsam anstoßen. Und das war dann, ist dann natürlich noch gut gelaufen, aber das ist ja nicht unbedingt immer so. Und deswegen empfehle ich euch, auf jeden Fall vorher abzuklären, wo können wir danach anstoßen? Gibt es da irgendwie eine Unterstellmöglichkeit? Wie gestalten wir das Ganze? Weil das wäre natürlich schade, wenn das dann so abrupt endet. Und man kann das Ganze natürlich auch so machen, man fährt dann direkt zu einer Location, wo man feiert und erst da anstößt. Aber wenn man das eben so geplant hat, direkt nach der Trauung möchte man einmal schon sein Glas erheben und sich freuen, dann sollte man sich darum auch kümmern. Jetzt zur Trauungsterminfindung. Wie gesagt, also früher als 6 Monate vor der Hochzeit könnt ihr euch gar nicht anmelden, aber ihr solltet eben auch nicht zu spät kommen. Vor allem, wenn ihr ein ganz bestimmtes Datum ausgewählt habt oder ein Datum habt, was euch ganz besonders wichtig ist. Es gibt ja auch viele Paare, die wollen zum Beispiel an einem Valentinstag heiraten und dann sollte man ganz frühzeitig dahin gehen, weil da entstehen echt manchmal schon Schlangen vorm Standesamt und da sind ganz viele Paare, die dann da heiraten wollen und wenn man da zu spät kommt, dann kriegt man an dem Tag keinen Trauungstermin mehr.
Es gibt natürlich immer mehrere Trauungstermine pro Tag, verschiedene Uhrzeiten. Da kann man sich aussuchen, zum Beispiel, dann gibt es immer 14, 15, 16 Uhr. Und wir haben zum Beispiel um 16 Uhr geheiratet, weil wir danach dann noch schön schick abends essen gehen wollten. Die kirchliche Hochzeit war bei uns erst am nächsten Tag. Und so kann man das Ganze so ein bisschen individuell gestalten, wie man möchte. Man sollte da eben dann eben aber nicht zu spät kommen. Und oft haben die Standesämter auf ihren Webseiten so Terminkalender. Da steht dann schon in grün und rot, welche Termine eben noch frei sind, welche Termine vergeben sind. Und da kann man das dann eigentlich schon ganz gut nachgucken. Was auch eine Möglichkeit ist, das sollte man auch abklären, man kann auch außerhalb der Öffnungszeiten vom Standesamt heiraten. Zum Beispiel an einem Freitagnachmittag oder an einem Samstag auch. Das ist natürlich dann ganz interessant für viele Paare, denke ich. Oft ist das dann aber auch nur gegen einen kleinen Aufpreis möglich. Aber wen das eben interessiert oder für wen das in Frage kommt, der sollte da auf jeden Fall einmal nachhaken bei seinem Standesamt, was da für Möglichkeiten bestehen. Die Kosten, ja, was da kommen da für Kosten auf einen zu, das ist eigentlich pauschal sehr schwierig zu bestimmen. Kommt immer darauf an, was wollt ihr denn? Wenn ihr nämlich in anderen Räumlichkeiten feiert, wenn ihr in einem anderen Standesamt als dem Wohnsitzstandesamt feiert oder eben außerhalb der Öffnungszeiten, können da immer noch mal Zusatzkosten auf euch zukommen. Aber generell, also mit dieser Beschaffung der Dokumente und so diese generellen Kosten liegen bei ca. 120 Euro. Also in dem Bereich, damit müsst ihr rechnen. Und alle weiteren Informationen zu Detailsachen findet ihr ja beim Thema Budget. Und da habe ich ja die Kostenliste zusammengestellt, da könnt ihr dann nochmal nachsehen. Ja, ganz wichtig, ich glaube, das wissen ganz viele Paare auch nicht, die Personenanzahl im Standesamt, die ist nicht immer ganz frei. Also da viele Standesämter haben da wirklich Richtlinien und Grenzen. Die sagen einem ganz klar, sie müssen, also wir mussten unterschreiben, dass wir zu unserer standesamtlichen Hochzeit nicht mit mehr als 70 Leuten kommen. Und der Grund liegt darin, dass die Räumlichkeiten eben nicht immer darauf ausgelegt sind, dass dann eben alle 300 Gäste kommen. Weil wie gesagt, wenn heute viele Paare nur standesamtlich heiraten und gar nicht mehr kirchlich, dann sagen die oft, ja, dann feiern wir da dann eben unsere richtige Hochzeit mit allen Gästen. Und wenn dann da mal 250 Gäste eingeladen sind, dann wird das nicht immer möglich, die alle im Standesamt unterzubringen. Und da muss man auf jeden Fall sich überlegen, wie man das dann macht, dass man vielleicht dann eben nur die engste Familie damit hinnimmt und das vor allem abklären. Was ganz witzig ist, heutzutage in der modernen Zeitalter besteht sogar die Möglichkeit, Trauungen per Webcam übertragen zu lassen. Also wenn ein geliebtes Familienmitglied gerade im Krankenhaus liegt oder eben im Ausland ist, dann kann der die Trauung sogar trotzdem mitverfolgen unter gewissen Umständen. Und wie gesagt, kann ich nur wieder sagen, fragt nach, eigentlich ist alles heutzutage möglich. Ja, jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch ein bisschen von der standesamtlichen Trauung von Maximilian und mir erzählen, denn ich denke, das ist immer ganz spannend, das mal zu erfahren, wie so eine standesamtliche Trauung abläuft, weil ich glaube, nicht jeder hat davon ein Bild, vielleicht war nicht jeder schon mal auf der Trauung von einer Freundin oder einem Verwandten. So, genau, und dann weiß man nicht so genau, was erwartet einen da überhaupt. Also bei uns war das so, wir sind dann eben in diese besonderen Räumlichkeiten hier in Münster reingekommen. Wir haben in diesem kleinen Klösterchen gefeiert und da gab es zwei Trauzäle. Und erstmal sind wir dann unten mit unserer Familie angekommen und standen im Eingangsbereich im Foyer. Und dann haben wir uns erstmal, Maximilian und ich, mit unseren beiden Trauzeugen, meiner Schwester und Maximilian mit seinem Bruder, bei einer netten Beamtin gemeldet. Da mussten wir einmal unsere Personalausweise nochmal vorzeigen und uns einmal ausweisen, dass wir auch wirklich die Person sind, die jetzt da zu dieser Uhrzeit heiraten sollten. Und danach haben wir da kurz gewartet, schon mal ein paar Fotos gemacht, die Vorfreude hat sich gesteigert und irgendwann kam dann unser Standesbeamter, hat uns da an Ort und Stelle abgeholt und sich erstmal vorgestellt, die Hand gegeben, gesagt, ja, wir sind ja hier heute zu einem freudigen Anlass und jetzt geht's los zum Trauungssaal, wir beginnen jetzt bald. Und dann sind wir gemeinsam zum Trausaal gegangen. Und das war dann im Endeffekt so, dass die Gäste sich wie in der Kirche, rechts und links waren da Sitzreihen aufgebaut, die haben sich dann da hingesetzt, die Familien, unsere Freunde und Familie. Und Maximilian und ich durften als Hauptrollen dann ganz vorne, direkt vorm Standesbeamten, an so einem Tisch Platz nehmen. Der saß uns direkt gegenüber am Tisch und rechts und links von uns saßen unsere Trauzeugen, auch ganz nah eben bei uns. Und ja, und dann ging es eigentlich auch schon ganz schnell los. Und der Standesbeamte war unheimlich nett. Also es war jetzt überhaupt nicht so, wir waren natürlich sehr aufgeregt, aber der hat uns da wirklich die Aufregung irgendwie abgenommen und hat uns auch gesagt, keine Sorge, ich weiß, dass das für Sie jetzt hier was ganz Besonderes ist. Und er hat das dann auch in so eine Art Rede eingebaut. Also der hat dann auch wirklich so eine schöne,
ja, fast schon wie in der Kirche so eine Art Predigt gehalten darüber, über die Liebe, dass man, wie man sich findet, was man für ein Glück hat und ja, dann, was man für ein Glück hat, eben so einen Menschen gefunden zu haben, der den Rest des Lebens mit einem verbringen möchte. Und der hat das ganz, ganz, ganz schön gestaltet. Irgendwann war die Aufregung dann auch total weg. Man war einfach nur hin und her, hin und weg gerissen und begeistert. Und ich bin aus dem Grinsen gar nicht mehr rausgekommen. Ich hatte hinterher richtig Schmerzen in den Wangen. Und ja, und irgendwie war das dann ganz schnell vorbei. Also es ging 15 Minuten oder so, da hat er eben geredet. Und dann kommt theoretisch der Ringtausch, wenn man das möchte, muss man aber nicht. Wenn man eben erst in der Kirche zum Beispiel oder bei der freien Trauung einen Ringtausch vornehmen möchte, dann kann man das auch weglassen. Und ja, wenn man will, kann man dann auch den Hochzeitskuss kann dann folgen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann ist das Ganze schon zu Ende. Und danach haben wir dann noch schnell, haben wir dann noch schön mit dem Standesamt gequatscht, haben da wirklich noch einmal kurz das Ganze verarbeitet. Und dann ging es schon über zum Sektempfang bei dem netten Eisdealen, bei dem netten Eisverkäufer gegenüber. Gott sei Dank. Und ja, also grundsätzlich wollte ich euch damit nur sagen, ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen. Und auch wenn ihr nicht kirchlich heiratet, die standesamtliche Hochzeit ist heutzutage etwas ganz Tolles und Besonderes. Das ist eben nicht bloß irgendwie so ein bürokratisches Abarbeiten, sondern ja, das ist eine wunderschöne Sache. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist das ja auch die entscheidende Hochzeit, weil das eben diese rechtlichen Konsequenzen oder Folgen hat. Und deswegen sollte man das Ganze nicht unterschätzen und auch ernst nehmen und sich darauf freuen. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dann bei eurer standesamtlichen Trauung.